Willkommen zurück. Nächster Tag für mich, nächste Aufnahme. Und ihr seht es, es ist nicht Minecraft, es ist Sons of the Forest. Ja, wieso das Ganze jetzt doch, damit es für euch nicht ganz verwirrend ist, in meiner gestrigen Aufnahme, die ich noch von der Sons of the Forest gemacht habe, habe ich gesagt, dass ich wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage Minecraft spiele. Hatte ich eigentlich jetzt auch vor, bis ich gemerkt habe oder beziehungsweise endlich herausgefunden hat, was mich an dem Haus gestört hat, was ich gebaut habe bis hierhin. Ist super dämlich und eigentlich auch, ja, kann ich das gar nicht erzählen. Aber seitdem ich das Haus bzw. die zweite Etage gebaut habe mit dem Schrägdach, dachte ich mir so, irgendwas gefällt mir da nicht. Wieso Speicher muss ich nicht nehmen? Irgendwas gefällt mir überhaupt nicht. Und es ist die super einfachste Erklärung. Und ich weiß nicht, was mit mir los war, dass ich es nicht verstanden habe. Und zwar ist das Dach falsch rum. Was meine ich mit das Dach ist falsch rum? Ich hab's ja so hoch gebaut. Aber eigentlich wollte ich es so hoch bauen. Sprich, eine Wand hoch und dann ein schräges Dach. So, was habe ich jetzt gehört? Zwei Wände hoch und ein Riesenschrägdach. Das sieht, ja, wie gesagt, also es war mir gestern schon super komisch, als ich das gebaut habe. Und jetzt dachte ich mir so, ich glaube, ich bin einfach nur ein sehr, sehr großer Dulli. Ja, was ist jetzt der Plan? Es irgendwie umbauen, wie weiß ich gerade, aber ehrlich gesagt noch nicht. Die beiden sind auch mal wieder da. Du, mein Freund, wirst mir gern bitte Stimme, ja, von mir aus dann halt hier fallen lassen, ist mir auch egal. Genauso brauchen wir, weiß ich nicht, ob ich das heute mache. Ich will auf jeden Fall erstmal das Dach umbauen. Was sind die jetzt hingelegt da? Zwei Samen, das ist gut. Wir müssen auf jeden Fall auch den Grappling-Hook besorgen. Weil ich gerne eine Seilrutsche von da oben nach hier unten in unsere Base reinschießen wollen würde. Genauso auf der anderen Seite. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, je nachdem wie es aussieht. Kann auch sein, dass ich hier vorne auf der freien Fläche nochmal so eine kleine, also so ein kleines Häusle baue. Später dann natürlich. Das dann mit der Seilrutsche verbunden ist, dass es nicht so über den Fluss geht. Und vor allem sich dann hier so schneidet. Aber wie gesagt, die gibt's auch in der Höhle. Die ist genauso wichtig wie die Taucherrüstung. Deswegen, also das würde ich vielleicht heute auch noch angehen. Aber erstmal muss die Mauer muss weg. Nee, das ganze Konstrukt muss erstmal weichen. Es tut extrem weh, auch ein bisschen. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Weil ich da jetzt in der letzten Aufnahme doch wirklich viel Zeit reingesteckt habe. Und jetzt kommt das alles wieder weg. Jo. Ne, was soll man machen? Ich weiß ja nur gerade nicht, wie ich es am schlausten abbaue. Wahrscheinlich erst von hier hinten, ne? Jo, dich wollte ich nicht. Woher kommst du? Warte. Ich will den hier. Das ist ein ganzer Stamm. Wo habe ich den ganzen Stamm jetzt gezogen? Und, hä? Okay. Ganz wichtig ist, wir müssen hier das schnell möglich machen. Also schnell wie möglich machen. Jetzt habe ich den kaputt gemacht, ne? Ja, aber jetzt ist es auch schon egal.
sah eh nicht so super aus und das macht es auch. Welchen habe ich denn jetzt hier weggenommen? Ich habe hier einfach den Schrägling weggenommen. Warte mal, warum geht denn das? Sag ehrlich, warum geht es? Warum geht es mit denen, aber mit dem nicht? Also mit denen geht's. Und das macht ja auch wenig Sinn. Ach, keine Ahnung. Kann auf jeden Fall wieder hin. Kann da forever. Wo waren das jetzt? Hier die zwei, ne? Jo, ja, gut. Aber sagen, ja, auf jeden Fall müssen wir das jetzt schnell wie möglich machen, weil ich habe keine Lust, dass das alles despawnt und ich meine, das sind wertvolle Materialien, dementsprechend. Ich muss niesen. Ich muss niesen. Ich muss niesen. Ich will nicht niesen. Ich niese jetzt einfach nicht. Was soll mein Körper machen? Bitte bekomme ich den. Jo, danke. Okay, mein Körper ärgert mich. Ja, erstmal Feuerzeug anmachen, bitte. So. Warte mal, rein theoretisch, kann ich die jetzt schon? Ne, kann ich nicht, weil warum auch? Würde ja noch cool aussehen. Das geht. Ich glaube, das wird so unser Geländer. Glaube ich, weiß ich noch nicht. Mich ärgert es auch extrem, weil ich die Schrägdinger, obwohl ich werde da noch welche brauchen. Von dem her ist es vielleicht nicht so schlimm. Stattdessen könnte ich schon mal hier damit dann die Wände füllen. So, das passt. Ich weiß nicht, ob ich das dann bis hier vorziehe. Glaube nicht. Ich glaube tatsächlich erstmal nicht. Dann lasse ich das auch mal weg. Jetzt habe ich den direkt wieder angemacht. Ich bin super schlau. Falls ihr das noch nicht gewusst habt. Jo, richtig, danke. Runter damit. Damit nicht, aber. Okay. Ziehe ich jetzt auch mal kurz hier rein. Ich wollte ein Schrägdach, ja, und ich wollte es auch so platzieren, aber halt, wie gesagt, das sieht dann, das ist dann so ein ganz dünnes Ding vom Vergleich her mit so einem recht großes Dach. Das, wie gesagt, es kam mir super, super komisch vor, als ich das ja für mich gestern gemacht habe. Okay, das bist du. Ich dann mal deine Arbeit, weil die machst du selber ja auch nicht. So. Ich weiß, dass ich sie ihm nicht befohlen habe, aber ist ja egal, der kann ja selber mitdenken. Ich bin gerade. Also wir müssen auf jeden Fall den oberen Teil wegbekommen. So viel steht fest. Den brauchen wir so nicht mehr. Erstmal den oben, den wieder, den wahrscheinlich oben. Nope. So kann ich ihn dann. Ach so, weil das der Rest sonst abfällt, oder was? Ach so, jo. Ich muss immer noch fast niesen. Nee! Oder. Nee, ich will nicht. Scheiße. Och man, jetzt lass doch den mal. Nee, jetzt lass den mal in Ruhe. Ja, warum nimmst du den denn immer? Jetzt sagst du, ich krieg den nicht mehr. Ja doch. Geht doch. Stell dich nicht so an, ne? So, nehmen wir die mit. Platzieren wir da rein. Nö, ja. Genauso da. Damit ich das verstehe, was ich da vorhab. So. Ja, weg damit. Ich sagen. Welcher ist denn jetzt der Große? Hier ist noch der Große. Ja, richtig, danke. Sehr lieb. So. Ja, perfekt. Danke dir. Genau da wollte ich den haben.
nicht. Der kann ich dich jetzt einfach so wegnehmen? Nö, ich baue erst die Kleinen ab. Ja, das will ich aber jetzt nicht. Sag ich, wie es ist. Das will ich nicht. Wir müssen den Mittleren auch noch wegbekommen. Müsste ich jetzt machen, bevor ich den weg. Obwohl, wieso? Aha. Warum sollte ich den da oben nicht wegnehmen können? Verstehe. Wie hat das überhaupt funktioniert, dass ich die so platziere? Kriege ich die jetzt nicht mehr anders weg, außer wenn ich die zerstöre? Oder, ach, ich weiß genau, wie ich die wegbekomme. Das Spiel will von mir jetzt wirklich, dass ich blablabla. Weg da jetzt. Ich spiele wirklich, dass ich komm. Erst das hier mache, damit ich das hier machen kann. Na gut. Ja, das gleiche natürlich auch auf der anderen Seite. Ja. Wieso klappt denn das heute und gestern hat es nicht geklappt? Hau dir halt noch mehr ein rein. So, dann haben wir das. Die Sau hat meine Stämme geklaut, kann es sein? Der hat sie einfach durch den Boden geklaut. Kelvin, Junge. So geht es nicht mehr weiter mit dir. So, hier nehme ich hoch. Drauf. Und ich muss noch einen hoch. Ah, ne, ich muss den Standard einfach mal hoch. Okay, so. Gut. Haben wir das? Geh mal weg da. Beiseite. Dann nehmen wir noch mal hoch. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich auch so: Oh mein Gott, das ist ein Dulli. Natürlich hat er das nicht instant hinbekommen. Weil ihr werdet dann das Ergebnis sehen, dass es viel, viel, viel besser aussieht. Obwohl, sage ich jetzt und am Ende denke ich mir, weiß ich nicht. Oh, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Jo, die Schrecken regen mich. Also, die triggern mich jetzt sogar direkt, wenn ich die sehe. So, das muss nämlich jetzt so hoch. Ja, das ist noch die Hälfte, schade, es sah so aus, als wärst du im Bett. Jetzt wieder keiner erzählen wird. So. Du bist doch ein großer, hoffe ich mal. Wo ist der? Wo ist der? Ich habe Angst. Ja, okay. Wirklich Angst, dass der jetzt die ganze Zeit hier meine Stämme holt. Von unten. Dem traue ich das zu. So. Das tut so weh, das alles abzuhauen. Ja, den dich nicht. Hoffe einfach, dass das schnell geht. Das wäre ja für euch wirklich brutalst langweilig. Kann ich dich jetzt nicht abbauen, oder? Hilfe, ich ersaufe im Holz. Ich will den. Wie? Die kann ich nicht. Wieso sollte ich den jetzt nicht abbauen können? Ist da noch eine Schräge drauf? Ah ja, ach. Natürlich ist da noch eine Schräge drauf. Hier. Jetzt kann. Nehmen wir alles zurück, ich kann es immer nicht abbauen. Hilfe, ich werde überflutet.
ist ein großer, aber den brauchen wir. Okay, wieso sollte ich dich nicht wegnehmen können? Du bist doch mit keinem mehr verankert, oder bin ich ab? Oh mein Gott. Überforderung. Hier ist doch alles dicht. Dann nehme ich den und den halt nochmal weg, schmeiße ich die vor. Jetzt kann ich dich abbauen. Ich frag am besten gar nicht erst. Das sind die Hälften. Meine Sterne zu nehmen. Deine eigenen, die du dir geholt hast, die kannst du mitnehmen. Wieso ist hier ein Vogel wieder draufgegangen? Ich bin aber auch ein professioneller Vogelabschlachter, Rino. Mal. Kann ich die ja wieder mitnehmen? Weil dann wird es ja auf der Seite genauso nicht gehen. Nee, jetzt hör auf, da runter zu kollern. Da, komm her, da. Reini. Nein, 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 nein. Oben bleiben. Zapradie. So. Jetzt die wieder nehmen. Von denen, bei denen, Alter. Ja, ne, wisst ihr Bescheid. Gut, danke. So, 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 so. Da ist noch eins unten. So. Dich weg, dich weg, dich weg. Ja, und dich eigentlich nicht. Cool, dass du trotzdem wegploppst. Mann, ey. Ich bin überfordert. Warte mal, jetzt kriege ich den ja auch nicht weg. Okay, dann das doch nochmal alles abbauen. Wäre ja so einfach. Das wollte ich vermeiden. Egal. So, nämlich. Dankeschön. Seid ihr Hälften? Nö. Gut. Dann rüber. Rüber. Ist auch keine Hälfte. Ganz ehrlich. Du auch nicht. Jetzt kann ich dich dann nicht mehr einzeln hin, oder was? Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt. Dann geh halt runter. Okay. Das geht nicht mehr. Batman muss will. Batman, du kannst es eh nicht verhindern. Das ist so, wie es ist. Ja, das heißt für mich wiederum, ihr kommt jetzt darüber, da muss ich das alles nochmal abbauen. Weil am besten soll ich einfach alles abbauen. So, wir laufen dahin. Auch wenn immer noch nichts. Aber das verstehen die nicht. So, jetzt kann man das wieder reinhauen. Nee, rein. So, jetzt schon zu. Ach, das sind wieder keine großen. Das ist wieder eine Hälfte. Ich sehe hier gar nichts mehr. Das ist ein kleiner, den wollte ich sowieso nicht. So, die hier. Hm, ja. Das ist, glaube ich, auch ein großer. Du, glaube ich. Ihr seid wieder Hälften. Hä? Oh nö. Hä? Wieso passt denn das? Du bist Dreiviertelblock, oder? Der sieht für mich aus. Der sieht für mich größer aus als der Rest. Ich ersticke in meinem eigenen Heim. Schaff auch wieder mal nicht. Nein, das muss hier rüber. Jo. Genauso wie das. Okay. Steht das. Ich brauche jetzt das Grundkonstrukt von oben. Zumindest halt fürs Dach erstmal. Damit. Ich habe wieder eine Hälfte. Habe ich überhaupt noch Stämme? Wo sind die ganzen Stämme hin? Okay, ich finde es ganz gut, dass ich hier eine Schräge schon habe. So, das mache ich nämlich jetzt so. Und so. Und das wird nämlich das Dach. Ja, ja, ja. So, dich müsste ich da rein platzieren können. Richtig.
Ich kann dich da. Oh. Wenn. Okay. Hier ist noch zwei kleine. Dann gehst du da rein und du da rein. Okay. Da schon mal ein bisschen was aufgeräumt. Ich habe hier oben trotzdem noch so eine. Ich kann wieder nicht reden, weiß wieder nicht, was ich sagen wollte. Perfekt. Eine Querstange rein. Ach komm, wahrscheinlich Stange, oder? Jamui. Nein! Oh boah! Ja, Profi. Ach nö. Mir auch schon aus. Grüß dich. Ich mag das, wie die ganzen Tiere sich hier einnisten. Haben nie nach einer Erlaubnis gefragt. Finde ich super. Jetzt nicht runterfallen, wäre echt doof, wenn das jemand passieren würde. So, gut. Wo hier, wo da? Wo hier? Irgendwo? Ich nehme den jetzt, auch wenn mir das Spiel sagt, dass das. Also, nee, nee. Nee! Ist hier doch ein ganzer! Ganz ehrlich, blödes Skandalspiel. Spaß, Spiel ist cool. Keine Angst dafür, dass ich so doof bin. So, du bist ein Ganzer. Safe Call bist du ein Ganzer. Wenn du kein Ganzer bist, dann weiß krieg ich das so. Jo, da war's. Kuss, Kuss. Sind alles Hälften, ne? Nee, du bist ein Dreiviertel auf jeden Fall. Das sehe ich. Danke. Sogar noch ein Dreiviertel. Nee. Doch. Aber haben wir ja. Haben wir ja genug. Gar kein Problem. Eine da. Nice. Wir sind mal zwei kleinere. Müssten ja auch hier immer noch ein Flacker. Super. Das sind aber zu große eigentlich. Ja, geht auch eine. Tschüss. Dann geht es aber nicht auf. Ach, egal, ich brauche eh weniger als vorher. Und hier habe ich eh auch noch. Überlege gerade, ob ich das so lasse. Na, da kommt schon da nicht. Nö, 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 nö. Hier bleibt nicht so, wie es war. Den ganzen kann ich aber dafür wieder mitnehmen. Ja, da war's. Da war's. Perfekt, dass das klappt, Leute. Nimm weg. Drücken wir für euch eine Info, die wahrscheinlich eh viel zu spät kommt, wenn ich sie euch jetzt drop. Weil es schon passiert ist oder eben nicht. Ich habe vor, Sons of the Forest und Minecraft täglich zu bringen. Also sprich, einen am Tag zwei Folgen. Ob das hinhaut, ich weiß es nicht. Aber wie ich schon mal in der Aufnahme gesagt habe, tschüss, Parade. Grüß euch! Es ist für mich ganz, ganz schwierig, das Material loszuwerden. Also, ich nimm extrem viel auf, weil mir halt die Spiele super Spaß machen und das ist ja auch nicht schlimm. So komplett legitim, würde ich jetzt mal sagen. Aber wie gesagt, ich komme mit den Materialien nicht hinterher. Es ist wahnsinnig viel, was ich verarbeiten könnte. Und das täglich zu bringen, wird halt super viel Material relativ schnell auch verbrennen. Die Frage ist halt, schaffe ich es zeitlich? Eigentlich ja. Aber ich habe halt trotzdem ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht mir dann zu stressig wird und vielleicht schnell keinen Spaß mehr macht. Deswegen, ja, ist ein bisschen schwierig. Das ist auch eine Hälfte, ne? Aber mei, ihr werdet es ja
wie gesagt, dann schon gemerkt haben. Bis dahin sollte das alles schon stehen. Warum sind das so viele Hälften? Jetzt muss ich mir den klauen. Nicht mehr. Oh. Wo ist denn jetzt der hin? Den brauche ich. Ich brauche dann nur trotzdem zwei kleine. Bullshit. Ist er jetzt einfach daneben gerutscht? Wow, bin fast tot. Ach, ich habe nichts getrunken. Ich habe ja geschlafen, mich Depp. Ach, bin ich ein Bob? Bin ich ein Zbobbele? Gott, ich habe fast nichts mehr. Aber wir haben aufgehangen. Ich glaube, mich zu erinnern. Ab, eisern Kopf ab. Und trinken. Ich habe immer noch diesen blöden Stock in der Hand. Super, wie ich nicht mal Hälfte Leben habe. Perfekt. Egal, nee, gleich wieder eine. Vielleicht nicht. Eine Medizin reinziehen. Jetzt. Ich war doch unten. Jetzt steckt um mal das Feuerzeug weg. So, kommt der Baum her? War der Feuer schon da? Sieht cool aus. Ihr seid keine Kleinen. Ich hätte sogar noch ein Dreiviertel gehabt. Ganz ehrlich, dann gehst du auch baden. Bitte nicht schwimmen. Ich gehe doch eklig wieder schwimmen. Oh Mann, schön, dass mein Haus schwebt. Nee, nee, ist nur weiß. Ist schon nur weiß so. Jetzt mal die Sneaky Abkürzung. Das ist keine Sneaky Abkürzung, weil da schwimme ich wieder. Wieder später schaffen wir es schon. Hallo jetzt! Hör doch. Ich durfte gerade nicht mehr aus der Hocke raus. Okay. Ich habe drüben jetzt aber keine Schräge mehr, ne? Ob den Menschen hier geht es so? Nein, natürlich nicht. Warum sollte es gehen? Junge, warum sollte das so? Wo? Asamba da, hu. Aber würde gern das andere stützen, aber wird's dann nicht hinhauen, ne? Ja doch, ich könnte den dann weiter vorholen.